Tagesordnungspunkt 11. Wir haben es schon andiskutiert gehabt, nachdem wir jetzt uns mit der Zukunft der Finanzierung der Verkehrsbetriebe beschäftigt haben, geht es jetzt hier in dieser Vorlage um die Altlastenbewältigung, also der Verlustübernahme der inneren Finanzierung von den technischen Werken für Investitionen bei Verkehrsbetrieben und bei Betern. Insgesamt sind da 65 Millionen Euro aufgelaufen. Und dies ist vorgesehen in den Haushaltsplanungen ab 2025 dann mit einer jährlichen Belastung von 6,8 Millionen Euro, wenn es unsere Leistungskraft zulässt, aufzunehmen, um das abzufinanzieren und damit die technischen Werke wieder in die Leistungskraft zu versetzen. Und ich bitte auch da um entsprechende Zustimmung. Wir haben dazu Wortmeldung und es beginnt Fraktion Die Linke. Herr Kiesling. Wenn ich das darf, weil es schließt ja nahtlos an das von mir vorhin Gesagte an. Wir könnten diese Altverbindlichkeiten ohne Probleme aus den überplanmäßigen Gewinnen bestreiten, die die Sachsenenergie hat. Das tun wir aber nicht. Wir belassen sie in der Sachsenenergie. Und dann gibt es andere Vorschläge, wie man das verwenden kann. Jetzt gehe ich noch mal auf Dr. Deppe ein, weil das ist so ein Funfact. Ich will ihn einfach sagen. Na, Dr. Deppe hat mit den Grünen zusammen vorgeschlagen, diese überplanmäßigen Gewinne sollten doch zur Reduzierung der Kosten der Fernwärme genutzt werden. Dann hat er Vergleiche vorgetragen. Mein Lieblingsvergleich war der, dass andere Stadtwerke, Leipzig zum Beispiel oder Schwerin, viel preiswerter seien bei der Fernwärme. Und wissen Sie, was der Grund ist, warum die preiswerter sind? Weil im dortigen Erzeugerenergiemix Kohlekraftwerke enthalten sind. Ja? Kohlekraftwerke, das ist der Grund. Das heißt, wir sagen, an dieser Stelle macht sich doch eine gewisse Schizophrenie deutlich. Ich bleibe also dabei und wiederhole das hier nochmal. Man muss die Leistungsfähigkeit der Sachsenenergie im Rahmen der mittelfristigen Wirtschaftsplanung klären. Was hat sie für Aufgaben, was kosten die Aufgaben, was plane ich für Einnahmen? Wie bin ich dort mit der Eigenkapitalausstattung dabei? Was muss ich dort für die Dekarbonisierung tun? Dann steht es in der mittelfristigen Finanzplanung. Dann stehen da geplante Gewinne drin. Und von diesen geplanten Gewinnen, das würde ich akzeptieren, nehmen wir erstmal nur die, würde sagen, interne Deckelung, glaube ich, 70 Millionen sind es. Das nehmen wir dann. Und wenn dann das Jahr rum ist, und wir haben dann, nachdem wir alle Aufgaben abgefrühstückt haben in der Sachsenenergie, wir haben dann außerplanmäßige Gewinne, und um die geht es. Und das sind im letzten Jahr, ich denke, es sind über 300 Millionen gewesen. Ich weiß nicht, ob man die genaue Zahl sagen darf. Über 300 Millionen überplanmäßige Gewinne. Doch, doch, doch. Ja? So, wenn wir das dann haben, dann müssen wir über die Verteilung reden. Und das tun wir nicht. Wir reden nicht über die Verteilung dieser überplanmäßigen Gewinne. So, und das wäre eine politische Diskussion. Keine, weil wir da mal vom Finanzamt einen Bescheid haben oder weil wir mal früher da irgendwas vereinbart haben. Eine politische Diskussion. Was machen wir mit diesen überplanmäßigen Gewinnen? Und die könnten natürlich viel besser auch Altschulden abtragen, als Summen aus dem Haushalt zu nehmen. Worum wir trotzdem zustimmen, ist der simple Fakt, dass allein die Formulierung, wenn der Haushalt leistungsfähig ist, eine Folge eines Stadtratsbeschlusses ist. Also damit kommt dieses Geld, was wir zur Verfügung stehen, quasi in den Bereich einer politischen Diskussion hier. Ja, wir diskutieren ja, was müssen wir uns leisten können. Dann sagt die Verwaltung, wir können uns das leisten. Und dann sagt der Stadtrat der Nächste, eher doch nicht, das begrenzt unsere Leistungsfähigkeit. Wir müssen uns was anderes leisten, weil es ist wichtiger. In dem Sinne ist dieser Vertrag nicht fix bindend und es ist bereits ausgegeben, sondern es erschließt sich an dieser Stelle ein politischer Raum. Aber was wir hier dann nicht geben, belastet eben die technischen Werke. Das ist der Ärger. Und es ist den technischen Werken bisher nicht möglich, ohne unsere Unterstützung und ohne die klare Forderung, wenn es in den Tochtergesellschaften überplanmäßige Gewinne gibt, sind die eigentlich in Gesprächen mit den anderen Anteilseignern und in der Gesamtdiskussion mit zur Deckung von Aufgaben heranzuziehen. So, diese Haltung, dabei bleibe ich sagen, und will das ja immer wieder sagen, denn steter Tropfen höhlt den Stein. Und gerade bei diesen Höhlen des Steins mit stetem Tropfen habe ich gute Erfahrungen in meiner bisherigen Stadtratstätigkeit gemacht. Deswegen wiederhole ich es. Überplanmäßige Gewinne müssen der politischen Diskussion zur Verteilung offen stehen und dürfen nicht durch bürokratische sagen, Hindernisse der politischen Verteilung entzogen werden. Wird SPD das Wort gewünscht? Nein. FDP das Wort gewünscht? Herr Blöde.
Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt geht es um die Finanzierung der Altverbindlichkeiten. Es sind letzten Endes 65 Millionen Euro Schulden der DVB und der Bäder, die über die TWD finanziert wurden und die jetzt nicht mehr tragbar sind für die TWD. Ist ja auch offensichtlich, dass auch in der Zukunft wahrscheinlich die DVB und die Bäder dieses niemals zurückzahlen können. Es war letzten Endes ein Riesenfehler in der Vergangenheit. Nicht vorhandene Mittel wurden durch Schulden in den städtischen Gesellschaften finanziert. De facto ist dort ein nicht tragfähiger Schattenhaushalt an der Stadt vorbei entstanden, für den am Ende doch die Stadt wieder aufkommen muss. Das hätte in der Form nicht passieren dürfen. Das Problem besteht aber nun einmal und die Schulden müssen weg. Das geht nur über den Griff in den Stadthaushalt. Das Geld wurde praktisch schon verfrühstückt und fehlt uns in den kommenden Jahren, wenn es Schritt für Schritt aus dem dann aktuellen Haushalt abgestottert werden muss. Die jetzt vorliegende Lösung ist bei allen schlechten Varianten dennoch die beste. Entsprechend werden wir dem Abbau der Altverbindlichkeiten als FDP-Fraktion zustimmen. Dabei ist insbesondere Punkt 3 wichtig, solche Maßnahmen zukünftig zu verhindern. Wenn wir etwas investieren und die städtische Gesellschaft das nicht selbst erwirtschaften kann, dann muss es direkt aus dem Haushalt kommen und darf nicht in die Zukunft geschoben werden. Das haben wir jetzt parallel ja auch nochmal beim Steuerstattung und dem Orang-Utang-Haus. Das muss aufhören. Wir leben da aktuell über unsere Verhältnisse und das wird in den nächsten Jahren schmerzhaft, wenn wir das dann immer neu tilgen müssen. Wenn Zuschüsse nötig sind, muss es immer ein Abwägungsprozess mit anderen Maßnahmen im aktuellen Haushalt sein und aus dem finanziert werden. Sonst geht es eben in die Zukunft. Aber jetzt muss das Problem entsprechend aufgearbeitet werden. Deshalb unsererseits unsere Zustimmung. Wird Freie Wähler, Freie Bürger das Wort gewünscht? Nein. Dissidenten das Wort gewünscht? Nein. AfD, Herr Lommel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Livestream. Ja, es geht diesmal um Altlasten und eigentlich hätte man gar keine andere Wahl, als zuzustimmen, ist es halt passiert, man muss es tun. Und Altlasten, ich habe mich mal ein bisschen beschäftigt mit Zahlen der Vergangenheit, weil ja hier hieß, es wird gut gewirtschaftet bei der DVB. Die DVB hat von 1999 bis 2022 Steuergelder, also Fördermittel, 611 Millionen bekommen, dann aber ein kulminierter Fehlbetrag von 1,3 Milliarden verursacht. Ist ein stolzer Betrag. Jetzt kam ja noch heute dazu, damit habe ich mich nicht beschäftigt, aber das war eine interessante Bemerkung von der linken Seite. Ja, die Leute haben ja so ein schlechtes Gehalt gehabt und ja, wurden schlecht bezahlt und Gott sei Dank ist es bitter besser. Da könnte man ja direkt auf die Idee kommen, dass das Management ja noch grottenschlechter wäre. Da habt ihr ja den Leuten, die das betrieben, habt ihr noch einen Bärendienst erwiesen, der mir gesagt hat, Verluste eingefahren und die Leute ausgebeutet quasi. Also schlimmer geht es gar nicht mehr. Aber das ist hier nicht das Thema, um das es hier geht, nur so eine Randbemerkung aus der Diskussion davor. Wir sind nicht einmal für 1 Grad Steigerung fähig, im Bäderbetrieb das zu leisten. Meine Kritik an diesem Paket, was wir haben, ist, ich hätte mir von der Stadtspitze gewünscht, erstens, und Herr Blödner hat das, finde ich, gut vorgetragen, dass für die Zukunft eine Vermeidung eines Doppelscheinhaushaltes, Leben für die Zukunft auf Pump gestoppt worden wäre. Das ist hier nicht geschehen von der Stadtspitze. Und das kritisiere ich stark. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit, wurden immer Finanzjongleure Geldern hergeschoben und dann hieß es irgendwann, legen wir es mal dem Stadtrat vor und die müssen das dann tun halt. Stimmt. Aber wir haben ein Nichtverschuldungsgebot hier mal beschlossen aus guten Gründen und das wird durch solche Sachen hintertrieben und das gefällt mir nicht. Ich möchte die Stadtverwaltung auffordern in Zukunft, wenn also solche Sachen passieren, müssen solche Sachen im Paket hier vorgetragen werden. Das heißt, Fehler, die in der Vergangenheit gemacht werden, da muss ein Riegel vorgeschoben werden mit dem Konzept, dass das in Zukunft nicht passiert. Und den habe ich hier nicht erkannt. Und deswegen werden wir der Sache nicht zustimmen. Das muss, irgendwie muss man ja mal die Stadtspitze auch erziehen, dass sie das tut, was wir hier mal beschlossen haben, nämlich Schuldenfreiheit. Vielen Dank. Wird Bündnis 90 Die Grünen das Wort gewünscht? Nein? Doch, dann Herr Dr. Teppe, bitte. Ich mache das hier vom Platz.
Also ich möchte jetzt noch mal etwas zu Herrn Kiesling sagen. Also Herr Kiesling, Sie haben ja im Prinzip recht, dass man überlegen muss, ob diese überplanmäßigen Gewinne, die in der Tat sehr hoch sind, aber keine 300 Millionen bei der Sachsen Energie, wie Sie gesagt haben, dass diese eben auch den Eigentümern, also sprich auch der Landeshauptstadt Dresden, zugutekommen. Der Wahrheit müssen Sie aber auch dabei akzeptieren, dass das nicht so einfach möglich ist, weil die Fusionsvereinbarung, die bei der Gründung der Sachsen Energie geschlossen worden ist, vorsieht, dass erst das Eigenkapital aufgefüllt werden soll, bis eine gewisse Quote von 36% erreicht wird. Und erst dann können eben Gewinne über die vereinbarte Quote hinaus an die Technischen Werke Dresden ausgeschüttet werden. Ne? Und wenn Sie das ändern wollen, dann müssen Sie entsprechende Anträge stellen. Ne? Und nicht so einfach sagen, das ist jetzt hier beliebig im Benehmen des Unternehmens, das anders zu handhaben. Ne? Also das gehört zur Wahrheit dazu. Ne? Und jetzt noch ein Wort zur Fernwärme, weil Sie das auch gebracht haben. Ich habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Leipzig dort anders kalkulieren kann, weil sie eben dort noch mit Braunkohle arbeiten. Ne? Nur es ist halt so, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und insbesondere die, die Fernwärme beziehen, schon auch dann gucken, wie das anderswo ist. Und die haben eben Verwandte oder Freunde in Leipzig und dann ziehen sie solche Vergleiche. Ne? Und da trifft halt das zu, was Thorsten Hans vorhin gesagt hat. Man muss sich überlegen, wenn man die Fernwärme auch im Fernwärmeausbau hier in Dresden attraktiv halten will, dass man eben dort auch auf eine entsprechend attraktive Preisgestaltung achtet. Ne? Aber ich denke, das wird die Sachsen Energie durchaus auch tun. Vielen Dank. So, wird CDU das Wort gewünscht? Herr Krüger, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, lieber Thilo, wir haben ja nun schon viele Kämpfe ausgefochten, finanzieller Art, aber das war heute nicht so dein großer Tag. Erstens mal gehst du mit falschen Zahlen in die Öffentlichkeit und der geneigte Bürger, der das nicht kennt, glaubt sie womöglich noch. Also die Zahl 300 Millionen ist eindeutig falsch. Ich sage hier nicht, ich plaudere hier nicht aus dem Aufsichtsrat der Sachsen Energie heraus, das tue ich nicht, aber diese Zahl ist falsch und darauf sollte der Bürger auch nicht hören. Denn was kommt dann aus solchen Behauptungen heraus? Wir zahlen viel zu viel Energiepreise, wir zahlen viel zu hohe Preise für andere Leistungen der Sachsen Energie und Drewag und dieser Konzern macht Riesengewinne und vielleicht dickbäuchige Aktionäre feiern sich dafür. Das ist die Botschaft dessen und lieber Thilo, das ist falsch, das ist unseriös. Gut, der 9. Juni steht bevor. Ja, okay, vielleicht ist die Angst sehr groß. Vor nicht allzu langer Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, stand ich hier vor Ihnen und erläuterte meine Bedenken und die meiner Fraktion bezüglich der sogenannten dritten Säule der Finanzierung von DVB und Bädern. Wir beschlossen damals die zusätzliche Deckung von Fehlbeträgen direkt aus dem Haushalt. Ich nannte es damals die Büchse der Pandora und genau das ist eingetreten. Dass wir mit dem scheinbar endlosen Füllhorn öffentlichen Geldes die sich immer höher auftürmenden Verluste der städtischen Gesellschaften stemmen und auffangen müssen. Inzwischen geht das so weit, dass beschlossene Vorhaben zurückgestellt werden müssen. Denken wir zum Beispiel an Bäder und oder es droht, dass Investitionen zum Beispiel in Schiene, Bus, Bahn nicht getätigt werden können. Wie in der Sitzung des Finanzausschusses bereits vorgetragen, soll in einem ersten Schritt, den wir heute tun werden, das Problem Abbau der Altverbindlichkeiten von Dresdner Verkehrsbetriebe und Bäder GmbH und einem weiteren Schritt die Finanzierung der laufenden Verluste und der zukünftigen Investitionen geklärt werden. Sowohl die Verwaltung prüfte und wir als beratendes Gremium im Finanzausschuss berieten mögliche Szenarien dieses Ablaufes. Die Prüfung der verschiedenen Handlungsoptionen hat ergeben, dass unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten der Landeshauptstadt Dresden der Abbau der Altverbindlichkeiten durch zweckgebundene Tilgungszuschüsse direkt an die Verkehrsbetriebe AG und Dresdner Bäder GmbH aus dem Haushalt der Landeshauptstadt Dresden die wirtschaftlich vernünftigste
Variante ist. Daraus ergeben sich in der Folge bereits in den kommenden Doppelhaushalt zusätzliche erhebliche Belastungen für den Kommunalhaushalt und das wahrscheinlich dauerhaft. Damit werden Spielräume für politisch gewollte Sonderausgaben und Wünsche im Zuge der kommenden Haushaltsgespräche immer geringer. Das muss jedem hier im Rat klar sein, egal wer hier im September noch sitzt. Viele Jahre wurde die TWD als finanzieller Steinbruch für viele politisch motivierte Sonderwünsche ausgenutzt. Sicher haben auch steuerliche Erwägungen eine Rolle gespielt, aber das Konstrukt der TWD ist eben so, wie es unsere Vorgänger beschlossen haben. Aber jetzt ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der TWD eindeutig erreicht. Und schon strecken diejenigen, denen es nie genug sein kann, gierig ihre Hände nach den Gewinnen, den scheinbaren Gewinnen der Sachsenenergie aus, ohne an den Morgen und an die Folgen zu denken. Ich möchte nur an diverse Projekte denken, die wir in der Zukunft noch zu beraten haben, wo keinerlei Preisschilder dranhängen, die aber durch die Sachsenenergie gestemmt werden sollen. Auch das muss alles in der Zukunft bedacht werden. Ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine ehrliche, unaufgeregte Diskussion über Prioritäten im Haushalt mit diesen und dem Vorhandenen würde uns allen gut zu Gesicht stehen. An dieser Diskussion führt meines Erachtens nach kein Weg vorbei, egal wer sie dann führen muss. Für uns als CDU-Fraktion kein guter Tag. Belastet der Beschluss doch künftige Haushalte. Wir werden zustimmen, wenn auch mit vielen offenen Fragen, die künftig zu klären sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt hat sich Herr Kiesling noch mal gemeldet. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, also mein Sitznachbar hat gesagt, es soll lieber vorgehen, das erhöht den Unterhaltungswert für alle Beteiligten. Also, Peter Krüger, doch, es ist ein großer Tag für mich. Ja? Sei es drum, ob es jetzt 300 Millionen sind oder rund 300 Millionen oder eine Zahl, die du nicht sagen willst, weil sie wahrscheinlich immer noch so hoch ist, dass man was verteilen könnte. Vielleicht sind es auch die 300 abzüglich der Steuern, die sagen, dank meines Drängens dann im Rahmen der TWD-Diskussion dann doch auf den Verursacher, nämlich die Sachsenenergie, zurückgelegt worden sind. Sonst hätten wir die nämlich der TWD aufgelegt. Nur ganz nebenbei, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und nein, ich rede nicht von der Sachsenenergie und ihren Gewinnen jetzt, weil Wahlkampf ist. Ich rede davon schon eine ganze Weile. Und ich rede auch von den zusätzlichen, außerplanmäßigen Gewinnen der Sparkasse nicht erst jetzt. Da haben wir schon im Haushalt drüber geredet. Horst Hans, du hast recht. Da haben wir uns als Stadtrat bemüht. Und es war keine besonders große Summe. Und es hat eben trotzdem nicht geklappt. Und das meine ich mit einer Fehlkonstruktion. Wenn nämlich zwischen dem Geld, was da ist, und uns, die wir verschiedene Probleme lösen müssen, bürokratische Hürden aufgebaut sind, die uns einen ehrlichen Zugriff darauf verbieten, einen politischen Zugriff. Und wenn dann mit Floskeln, Peter, wie politisch motivierte Sonderwünsche, was ist das? Was ist bitte ein politisch motivierter Sonderwunsch? Das ist eine Floskel, das ist eine Floskel, bei der man sagt, wir als das Gremium, was die Bürgerinnen und Bürger vertritt, wenn wir der mehrheitlichen Meinung sind, etwas sei nötig, das sei ein Sonderwunsch. Ja, und das betrifft dann natürlich immer nur die Wünsche der anderen. Ganz klar. Ja, und das halte ich eben auch für verwerflich. Nein, hier ist eine Konstruktion geschaffen worden, die die Ausschüttungen der Sachsenenergie begrenzt. Und zwar ohne eine weitere Diskussion, ein für alle Mal, bis eine Eigenkapitalquote erreicht ist. Und ich empfehle, dort nachzuverhandeln. Tatsächlich, ich empfehle, dort nachzuverhandeln, nämlich so, dass der Eigenkapitalaufbau in der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet ist und was dann darüber hinaus in der jeweiligen Planungsperiode an Gewinn da ist, auch zur Disposition steht. Und dann kann man entscheiden, ob man es im Unternehmen lässt oder rauszieht. Und dann sage ich, Sie sagen, da könnte ich hier Anträge stellen. Das ist gar nicht die Frage. Ich kann natürlich Anträge stellen. Die Frage ist, würden Sie diesen Anträgen zustimmen? Das ist die Frage. Und das ist die politische Diskussion hier im Raum. Ich verweise auf ein Problem, und zwar so lange, bis Sie bereit sind, solchen Anträgen zuzustimmen. Oder sie auch selber stellen, dann stimme ich zu. Das ist demokratischer Diskurs, und deswegen ist das heute ein großer Tag für mich, weil ich ihn hier führen kann. Vielen Dank. So, und jetzt kommen wir zu dem großen Tag und die große Zeitpunkt der Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt zum Stimmzeichen.
50 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit so beschlossen. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 12, anteilige Finanzierung von Wohnbauvorhaben der WED.